Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag früh. Ich habe den Lias gerade in den Kindergarten gebracht, war gerade im DM gewesen. So, bin heute mit einem großen Auto unterwegs. Und deswegen piepst wieder alles, wenn ich hier am Parken und Ausparken bin. Ich fahre jetzt zum türkischen Laden. Meine Schwester hat nämlich gestern dort einfach mal auf gut Glück probiert, wie die Melonen dort mittlerweile schmecken. Wassermelone. Und sie haben hervorragend geschmeckt. Kosten zwar, ich glaube, 99 Cent oder sowas, wobei es ist noch in Ordnung. Also ist jetzt, ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich geschaut, haben die noch 2 Euro oder sowas gekostet. Also voll extrem. Deswegen, ich freue mich. Ich werde jetzt eine Riesenmelone kaufen. Und dann fahre ich zum Aldi. Und wir brauchen ganz dringend Wasser. Wir haben gar nichts mehr da. Also oben im Räumchen haben wir nichts mehr da. Und unten, wo wir unsere Wasserflaschen dann halt immer auffüllen, ich glaube, da haben wir noch 2, 3 Flaschen. Also momentan, der Verzehr von Wasser ist extrem. Klar, es ist mega heiß. Wir trinken alle richtig, richtig viel. Also das ist so gut, weil wir alle eher so miserable Trinker sind, sagen wir es mal so. Und momentan ist es relativ gut, wie wir alle trinken. Genau, also Wasser, hauptsächlich wegen Wasser muss ich einkaufen, und aber so ein paar Kleinigkeiten sind halt eben trotzdem auch leer gegangen. Sodele. Genau, jetzt bin ich erstmal beim türkischen Laden, gönnen mir eine riesengroße Melone. Boah, ich freue mich richtig drauf. Yam, yam. So, ein schneller, knackiger Haul. Ich habe insgesamt 7 Sixpack Wasser mitgenommen, weil, wie gesagt, geht gerade weg wie sonst was. Dann einmal Toastbrot, ist nämlich jetzt so gut wie leer. Dann habe ich hier noch so ein dunkles Brot mitgenommen. Das ist eigentlich mal ganz gut für den Kindergarten. Und die isst der Lias auch ganz gerne. Dann habe ich hier einmal wieder Milchschnitte mitgenommen, hatten wir nämlich nichts mehr da. Was ist denn da los? Einmal Brezel, dann geht es leichter. Kernlose Trauben. Dann einmal die Wurst für meinen Mann. Baby Bell ist auch perfekt für den Kindergarten, um mitzugeben. Philadelphia. Dann hier Lias seine Mini-Geflügelsalami. Die sind auch so, so, so perfekt, einfach weil die so einzeln eingepackt sind und generell so hart sind, kann man die überall hier mitnehmen und die sind ewig haltbar, hier bis Mitte September. Also ich hatte hier letztes Mal auch an See mitgenommen zum Beispiel, also für See, Schwimmbad, generell für unterwegs und so ist es perfekt zu mitnehmen und auch Kindergarten danach, wie auch immer. Gurken sind komplett leer gewesen. Oh Samu, Baby, bist du müde? Dann habe ich hier mal so eine Schwimmwindel mitgenommen. Ich bin mal gespannt, ob die dem Samu passt, dem Lias vielleicht theoretisch auch, weil die tragen beide die gleiche Größe von Pampers. Von Windeln, beziehungsweise auch die Schwimmwindeln. Und eigentlich ist es voll die Verschwendung, die immer wieder wegzuschmeißen. Deswegen lieber sowas, dann einmal ausspülen. Ich gucke mal, ob das passt. Und dann werde ich vielleicht für den Lias auch noch eine besorgen. Dann Paprika. Eine Zucchini. Und hier diese Tomaten-Sahnesoße. Dann einmal unser Pflanzenfett zum Anbraten. Bananen. Wir haben noch welche da, aber 2 Stück nochmal auf Vorrat. Und wir haben auch noch einen Apfel, Mango. Ich muss unbedingt die Mango mal essen. 2 Äpfel habe ich nochmal mitgenommen. Dann Mais hat die letzten Male echt gefehlt. Und die gab es nicht mehr in klein, nur noch die großen. Deswegen habe ich jetzt, als ich gesehen habe, die gibt es wieder mal zugeschlagen. Und dann habe ich hier so ein Buch mitgenommen. Das hat der Lias schon, und zwar in Paw Patrol Richtung. Das ist ein Buch, wo hier vorne Magnete drin sind. Und die kann man dann, wenn man die erste Seite aufklappt, kann man die Magnete rausholen und die im Buch ja sozusagen seine eigene Geschichte aufbauen. Also unter anderem, da sind auch Texte und Bilder, aber die Magnete kann man dann noch dazu machen. Das ist richtig interessant. Und das mag er immer noch sehr, sehr gerne von Paw Patrol. Und jetzt habe ich gesehen, das gab es von Feuerwehrmann Sam, den er ja auch so liebt. Deswegen ist das mal mitgekommen. Und dann habe ich wieder jede Menge Gläschen mitgenommen, weil das ist ja Samu sein Lieblingsgericht. Also er isst mittlerweile auch andere Sachen, aber das ist immer noch, wenn gar nichts geht und wenn er nichts essen möchte, dann ist das immer so die Lösung. So, ich habe gerade schon alles in den Kühlschrank eingeräumt und ich habe schon gesagt, eine riesengroße Melone. 14 Kilo. Oh Gott. Ich
einmal schon direkt in den Kühlschrank. Ich werde jetzt nämlich als allererstes mal in Ruhe frühstücken. Und wenn ich damit fertig bin, dann bevor ich arbeite, dann werde ich die vielleicht nochmal klein schneiden oder danach, wie auch immer, aber jetzt, dass sie schon mal kühl gestellt wird. So, und dann nochmal schnell die Sachen vom DM. Ich habe einmal hier wieder diese Hip-Früchte, Früchtefreunde, Banane, Pfirsich und Apfeljoghurt mitgenommen. Ja. Eine Taschentücherbox. Dann insgesamt viermal, weil ich keine mehr da habe, Immunstark Rotbäckchensaft. Dann hier einmal so von Hip. Ich finde es ganz gut, dass es so mit dem Verschluss ist. Das wollte ich jetzt entweder in meine Tasche oder ins Auto legen, dass man so ein bisschen was hat, um sich mal zu erfrischen, als wenn es so heiß ist. Dann hatten wir tatsächlich hier zu Hause nur noch einmal Sonnencreme für die Kids und ich sollte eine in den Kindergarten mitgeben. Das habe ich jetzt heute Morgen gemacht, aber deswegen habe ich jetzt hier nichts mehr da. Deswegen habe ich auf jeden Fall was mitgenommen für den Samu. Ich kaufe ja eigentlich von Garnier immer diese Dose zum Einsprühen. Mega genial, praktisch, einfach, schnell und kaum was zu verreiben. Also wirklich sehr, sehr, sehr genial und auch sandabweisend. Deswegen hat mir das immer so gefallen. Es war wirklich von den Sonnencremes, Sonnenmilch, Spray, egal was, es war fast alles ausverkauft. Also das Regal war wirklich leer. Ich habe mich jetzt dann dafür entschieden, auch für von Garnier, weil ich das einfach sehr gerne mag. Weil das hier auch sandabweisend ist und schweißresistent. von anderen Marken war es echt so, dass es eigentlich nicht funktioniert hat. Deswegen, ich habe jetzt mal hier Kids Sensitive Expert 50 Plus Lichtschutzfaktor, bla bla bla, was es halt alles so haben muss. Mitgenommen, ja, es hatte auch vom Preis her genau das gleiche, die Kosten sind ja relativ teuer, kosten so um die 10 Euro, 10 oder 10 Euro irgendwas. Dann habe ich hier wieder von Sanft und Sicher feuchtes Toilettenpapier mitgenommen, auch das ist nahezu leer. Dann hier von Denk mit, die feuchten Altsäcktücher, ihr wisst, ich liebe die und die sind jetzt im Badezimmer oben leer gegangen, genau. Dann hier für Miami einmal Katzenfutter, zumindest das Trockenfutter. Dann ist auch im Kindergarten, haben sie gesagt, dass feuchte Tücher fast leer sind. Sollten wir wieder welche mitbringen. Und ich kaufe da immer solche großen Jumbo-Packs hier von Babylove, die sensitiv feuchte Tücher, 80 Stück, dass es einfach relativ lange hält. Ich nehme aber trotzdem die sensitiv Version. Die mag ich ganz gerne. Und das war es eigentlich schon. Es sind nur noch, okay, die letzten zwei Flaschen drin. Sonst habe ich mehr beim DM nicht mitgenommen. Achso, gestern übrigens, habe ich euch alles noch gar nicht gezeigt. Ich habe einmal beim Action, nee, ich war beim Teddy und beim Action gestern ja noch. Beim Teddy habe ich nur hier nochmal solche Bänder mitgenommen. Solche Häkelbänder heißen die, eben zum Selbstbasteln. So sieht es eine aus in so einer Nude-Farbe. Dann einmal hier sowas. Halt alles wirklich für die Hochzeit zum Selbstgestalten, Aufwerten sozusagen. Dann habe ich nochmal Teelichter mitgenommen, weil ich habe voll vergessen, wir brauchen die Teelichter, werden wir bestimmt, also zweimal auf jeden Fall austauschen, vielleicht sogar dreimal. Und ich habe es total verpeilt, es sind ja zwei Tage die Hochzeit, deswegen habe ich hier nochmal was mitgenommen. Das war jetzt vom Action. Ja, und dann habe ich hier nochmal solche Körbe beim Action mitgenommen. Und zwar habe ich solche für die Hochzeit bestellt. Wenn man die aufklappt, ist das so ein Herz und die sind weiß und da kann man sich halt ein bisschen Luft zufächern. Ich habe jetzt mal 60 Stück bestellt. Es muss ja nicht für jeden sein. Die Männer werden es vielleicht gar nicht großartig benutzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass man die dann schön platzieren kann und das passt dann halt eben auch zu diesem ganzen Boho-Style. Die werde ich platzieren und dort die ganzen Fächer reinstellen, dass die nicht einfach irgendwie doof rumliegen. Ich glaube, die hatten 5 Euro gekostet, also die waren auch nicht teuer gewesen. Genau, das hatte ich gekauft beim Action. Ich hatte noch irgendwas gekauft. Ach so, dieses Boot, was ihr gestern gesehen habt, dieses Flugzeugding, dieses rote, das hatten wir ja schon mal. Das ist irgendwo auf dem Dachboden. Ich hatte keine Lust zu suchen. Es hat 3 Euro oder sowas gekostet. Dann habe ich wieder eins mitgenommen. Genau, und irgendwas war noch, ich weiß es gerade nicht mehr, aber nichts Wichtiges auf jeden Fall. Ach so, diese Stäbchen für den Pool, um zu gucken, wie der pH-Wert ist oder generell alles andere wird ja da geprüft. Weil wir hatten solche Stäbchen, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die sind irgendwie verschollen und deswegen habe ich nochmal so eine Packung mitgenommen.
Genau, das war es auch schon gewesen. Das, weswegen ich überhaupt losgezogen bin und was ich gucken wollte, habe ich natürlich nicht gefunden. Richtig ätzend. Muss ich auf jeden Fall mich heute nochmal gut an Amazon ransetzen und suchen, machen, tun. Es gibt viele Sachen, die ich dann finde, die ich toll finde, die dann aber viel zu teuer sind oder halt auf Masse zu teuer sind. Deswegen ist es echt eine Sucherei. Aber ich bin eigentlich ganz gut dabei. Meine Liste ist relativ gut bearbeitet. Ich habe vielleicht noch 15% oder sowas von 100, was ich noch sozusagen suchen und erledigen muss. Also läuft ganz gut, würde ich sagen. Genau. So, ich verräume jetzt alles mal. Dann wird erstmal gefrühstückt. Wir haben nämlich mittlerweile schon 20:10 Uhr. Wow. Da muss ich mich auf jeden Fall gleich richtig an den PC setzen und richtig in die Tasten hauen, weil gestern kam kein Vlog online. Und vorgestern auch nicht. Ich weiß auch nicht, es ist momentan. Ich genieße natürlich dann auch das schöne Wetter draußen. Und ich kann vor allen Dingen, ist es ein Unterschied, ob schlechtes Wetter ist und der Samu hier drinne spielt oder die Jungs zusammen gespielt haben die letzte Zeit. Aber wenn der Samu dann alleine draußen ist, kann ich ihn auch nicht alleine draußen rumrennen lassen. Gerade wenn da Wasser ist und so weiter, muss man ja schon dabei sein und aufpassen. Und draußen in der Hitze mit dem PC, gar keine Lust. Also das ist mir zu krass. Muss mal gucken, ob ich mich dann vielleicht, wenn der Schatten angekommen ist, irgendwann heute Nachmittag dann raussetze. Aber mein Mann war ja gestern dann auch weg gewesen, Fußball gucken. Und oftmals ist es ja so, dass ich richtig arbeiten kann, wenn er dann halt Feierabend hat. Und das war halt gestern auch nicht gegeben. Und dann bin ich ja auch vorher noch mit dem Samu losgezogen, hier die Sachen zu besorgen. Und irgendwie, keine Ahnung, hat es nicht funktioniert. Also es gibt halt manchmal solche Tage. Deswegen, ich möchte unbedingt versuchen, dieses Wochenende mal an irgendeinem Tag zwei Vlogs online zu stellen. Also ja, ich muss das hinbekommen. Irgendwie. Ich gebe mein Bestes. So, ich wollte mich gerade umziehen, aber bevor ich es vergesse zu zeigen, mein OOTD. Das ist dieses Hemd-Shirt, was ich euch gezeigt hatte in dieser XXL-Version. Das ist halt richtig schön locker und man schwitzt halt nicht drin. Von H&M, der Gürtel von Joop. Und das ist auch von H&M. Die habe ich euch ja gestern gezeigt. Und die Schuhe von Deichmann. So nice. Mag ich sehr, sehr gerne. So, und das ist, was ich gemeint habe. Hier ist halt der Schlitz zum Beispiel sehr hoch. Wenn ich da jetzt so eine Hose drunter gehabt hätte, die so diese Farbe hat, wo man sieht, dass es so eine ist, die einen einfach nur alles wegquetscht, finde ich das halt nicht so schön. Deswegen, die ist sehr, sehr nice. Die ist die mit diesem leichten Gelbstich. Mag ich super gerne, vor allen Dingen halt mit so einem Gürtel. Geht aber auch ohne letzten Endes. Also, genau, OOTD. So, Dele, da melde ich mich nochmal. Ich habe mittlerweile Mittag gegessen. Wir haben auch schon 2.30 Uhr, also wir werden auch bald den Lias abholen. Der Samu ist mittlerweile auch wach, der turnt hier rum. Ich bin ganz gut mit der Arbeit vorangekommen, muss ich sagen. Also mein Blog ist fertig, der ist hochgeladen. Den werde ich auf jeden Fall dann jetzt auch bald online stellen. Ich war nebenbei wieder ein bisschen am Kleider schauen. Ich habe immer noch kein Kleid für die Hochzeit. Es sind ein paar Pakete angekommen, unter anderem Kunstblumen. Genau. Oh, Samu, gibst du Miami Kussi? Und zwar hier solche Kunstblumen. Und zwar haben wir vor, hinter dem Brauttisch, Brautpaartisch, wird dieser Bogen aufgestellt mit den ganzen Ballons. Aber dass es nicht nur Ballons sind, werden dazwischen auch diese Kunstblumen im oberen Bereich so runterhängen. Das wird mega aussehen, ich bin mir ziemlich sicher. Und ja, es ist halt so schwierig, weil echte Blumen, die gehen einen über den Tag hinweg kaputt. Das sieht nicht nice aus, es sei denn, man investiert natürlich in sehr, sehr, sehr teure Blumen. Aber das, keine Ahnung, wir hatten uns jetzt für Kunstblumen entschieden. Trockenblumen wären auch nice gewesen. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich so ein paar Pampasgrasstiele noch dazwischen mache. Mal gucken. Aber in erster Linie haben wir gesagt, komm, Trockenblumen, da sind wir safe, weil das Ganze muss halt 2 Tage halten, beziehungsweise eigentlich 3 Tage, weil wir werden ja morgens früh freitags anfangen zu dekorieren, den ganzen Tag. Da muss es den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag halten. Und es muss halt toll aussehen. Und auch wenn es dann mal irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, was für ein Wetter sein sollte, dass das halt alles überlebt. Also wenn es jetzt richtig die Sonne knallen sollte, dass uns die Sachen halt nicht kaputt gehen. Deswegen haben wir uns für Kunstblumen entschieden. Und die sind sehr, 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 sehr nice. Die haben hier halt hinten, da sind dann halt hier auch noch ein paar Blätter und dann auch die Stiele. Und die Stiele kann man dann halt schön um den Bogen rumwickeln und es dann so runterhängen lassen. Mit sowas kann man richtig viel machen. Und davon habe ich insgesamt 4 Packungen.
Also das, was ihr jetzt hier seht, sind 24 Stück. Also 24, nee, nicht 24, die hier so runterhängen, sondern 24 von den Stielen. Und da hängen dann schon mehr runter. Jo, mein Schatz. Genau, also ich habe es jetzt gerade mal der Braut geschickt und warte auf ihr, okay? Dann sind hier Pampasgras angekommen. Die sehen jetzt noch sehr mickrig aus, aber die werden schön aussehen. Ich zeige es euch mal an meinem. Und zwar diese hier immer dazwischen. Der hier, der hier, der hier. Sieht sehr nice immer dazwischen aus. Hier die alle. Genau, dass es nicht nur so buschiges Pampasgras ist, sondern halt eben auch von den feinen. Und das habe ich mir damals in meinem 30er-Pack bestellt. Und genau das, was ich mir bestellt hatte, habe ich jetzt auch bestellt. Also ein 30er-Pack. Das heißt, wir haben ja 27 Deko-Teller mit dem... Also wir haben 25 Deko-Vasen für die Gäste und noch zwei auf den Tischen, auf dem Brautpaartisch. Das heißt, mir bleiben dann auch noch 5 davon übrig, um das schön beim Brautpaartisch nochmal herzurichten, bei dem größeren Strauß. Genau. So, und es sind noch Ballons angekommen. Richtig lustig, so habe ich auch noch nie Ballons geschickt bekommen. Total vakuumverpackt. Ich habe komplett goldene bestellt, weil sie wollte auch, dass ein bisschen Gold mit einfließt. Gerade halt auch für den zweiten Tag. Und ich glaube, ich habe einen 50er-Pack bestellt. Ich bin echt gespannt. Ich muss die jetzt mal aufschneiden. Leider kann ich die dann nicht mehr zumachen. Aber ich will halt gucken. Ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich Ballons bestelle, die nicht einfach in die Ecke zu legen und erst am Tag, wo ich dekoriere, dann den Schock zu bekommen. Das ist mir nämlich ein einziges Mal passiert, das wird mir nie wieder passieren. Also ich packe sowas immer aus, nehme mir einen Ballon, puste den auf und gucke, ist der groß, ist der schön, ist der, wenn ich möchte, blickdicht oder eben nicht und so weiter und so fort. Und dann entscheide ich, ob der bleiben darf oder nicht. Genau, und das werde ich jetzt gleich noch machen. Und dann setze ich mich nochmal schnell für eine halbe Stunde an den PC, weil der Samo hat jetzt gerade gegessen, der spielt. Ja, wir haben die Toni-Box mal neu eingerichtet, weil die neuen Tonis von gestern konnten wir gar nicht aktivieren sozusagen auf der Toni-Box, weil die Toni-Box, die muss ja immer mit dem WLAN verbunden sein, wenn man neue Tonis draufstellt, dass sich das dann alles aktiviert. Das hat auch alles funktioniert die letzten Jahre, aber, was heißt die letzten Jahre, das letzte Jahr? Ja, aber da wir ja jetzt einen neuen Router haben und somit auch einen neuen WLAN-Code, hat das gestern Abend nicht mehr funktioniert. Und hatte keinen Nerv, dass gestern Abend ist es mir nämlich erst aufgefallen. Oder dann, als wir reingekommen sind. Weil der Elias hat auch draußen Abend gegessen. Und erst als er ins Bett ging, wollten wir die Toni-Box, dann die neuen Tonis ausprobieren. Und das war dann zu spät. Also das hat schon ein bisschen jetzt gedauert, das herauszufinden, weil ich das auch nicht mehr wusste. Jetzt ist aber alles aktiviert, wenn er vom Kindergarten kommt. Ich habe ihm versprochen, wenn er vom Kindergarten kommt, dann werden die neuen Tonis aktiviert, also laufen und dann kann er sich die angucken. Wir waren heute auch noch gar nicht draußen. Heute sind es irgendwas über 30 Grad. Es ist eine Schweinehitze. Ich habe auch überall die Rollläden unten im Haus, Rollladen unten, bei manchen Fenster Kippe. Weil es ist unerträglich. Ich hatte vorhin auch hier den Ventilator an. Also es ist wirklich mega, mega, mega heiß. Also später, wenn es ein bisschen so, also frühestens ab 4, 5 Uhr werden wir dann nochmal klar ein bisschen rausgehen. Aber davor macht einfach keinen Spaß. Es ist einfach, du kommst raus und du läufst wie so gegen eine Wand. Also es ist eine Katastrophe. Anders kann man es nicht sagen. Naja, es ist noch ein Paket gekommen. Den habe ich aber nicht ausgepackt. Dieses große, lange hier. Da habe ich auch was vor. Da weiß ich aber noch nicht, ob das klappt. Deswegen, das zeige ich und erzähle ich euch, wenn das Ganze funktioniert. Weil ich habe mir neue Sachen bestellt für zum Fotos machen und Filmen und so weiter und so fort. Und das würde ich auch gerne für die Hochzeit dann so benutzen. Aber ich muss erst mal gucken, ob das alles funktioniert, bevor ich das irgendwie erzähle. Nicht, dass sich dann irgendwie jemand darüber freut und am Ende klappt es überhaupt gar nicht. Deswegen... Das wäre dann halt so eine kleine Überraschung von mir, aber mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. So, jetzt packe ich hier mal weiter aus. Und das Ding ist hier mal wieder an. Mike hat ihren Spaß. Gerade schon gesagt,
Das ist Urlaub 2021 bei uns. Ja, Samu. Sam hat übrigens seine neue Badeunterhose an und die passt super. Ist gut, wenn man hier drauf drückt, dann geht's einmal. Ach ja, opa, dann geht's einmal hoch. Lias ist mittlerweile auch aus dem Kindergarten da. Läuft bei dir. Totale Katastrophe. Verrückter. Sorry. Die hat den Schlauch hier gerade angemacht und es war zu stark. Und es ist hier einmal komplett alles nass. Hier wirklich. Die komplette Lounge. Okay, mein Zaun, dann daran erkennst du überall. Am Zaun erkennt man es hier alles. Das nennt man Wasserschlacht. Deluxe.